shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar Roxa hat soeben die neue Eventwoche bekannt gegeben, wo es wirklich wieder fette Rabatte gibt und wieder eine Möglichkeit, um wirklich schnell legal viel Geld zu machen. Und dann gibt es noch eine ganz krasse Neuigkeit, die Roxa jetzt mit ins Spiel gebracht hat. Aber dazu komme ich dann im Laufe des Videos. Auf jeden Fall bis zum Schluss zu Ende schauen, weil ich denke, den einen oder anderen wird es auf jeden Fall interessieren. Aber ich fange jetzt am besten mal an und erzähle euch, ja, wo es eigentlich jetzt die ganzen Rabatte gibt. Und zwar, es gibt 25% Rabatt auf alle Scharfschützengewehre und auf alle Schrotflinten. Und es gibt 25% Rabatt auf alle Körperpanzerungen. Dann gibt es noch 25% auf den Vapid Desert Raid, wie ihr es gerade im Hintergrund seht. Und es gibt noch 25% Rabatt auf den Pegassi Reaper und auf dem Enus Windsor. Zusätzlich gibt es noch 50% Rabatt auf den Buzzard Kampfhilly. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, den zu kaufen, falls ihr den noch nicht habt. Oder ja, falls ihr einen Savage habt, dann würde ich natürlich beim Savage bleiben. Aber falls ihr nicht so viel Geld habt und auf jeden Fall so einen Kampfheli haben möchtet, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, diesen Buzzard Kampfheli zu kaufen, weil ich finde den extrem geil und gerade nützlich, wenn man irgendwelche, ja, Kontaktmissionen oder sowas spielt. Und dann gibt es noch 50% Rabatt auf alle CEO-Büros plus Ausstattung etc. und alles, was es halt dazu gibt. Da könnt ihr auch noch einen Haufen sparen und ja, lohnt sich auf jeden Fall, falls ihr so VIP-Sachen bzw. so CEO-Aufträge gerne spielt. Dann gibt es wieder ein neues Premium-Rennen, beziehungsweise es ist ja bereits schon im Spiel, aber ein neues Premium-Rennen für diese Woche mit dem Namen Turbine. Und zwar für die Rennfahrer unter euch, da könnt ihr auf jeden Fall richtig viel Geld machen, weil der Gewinner von dem Rennen bekommt 100.000 Dollar, der Drittplatzierte bekommt zumindest mal sein Geld wieder zurück und das heißt, ja, ihr müsst mindestens auf Platz 3 sein, um euer Geld wieder zu bekommen, aber ihr kennt ja den Open Lobby Split Glitch. Falls ihr da auf Platz 4 oder 5 seid, könnt ihr den ja mal kurz anwenden. Wenn ihr nicht wisst, wie der funktioniert, ich hau ihn am besten gleich mal in die Videobeschreibung rein, könnt ihr es auf jeden Fall mal anschauen und dort euer Glück versuchen. Weil ich finde 100.000 Dollar für Platz 1 ist auf jeden Fall sehr geil und für alle Teilnehmer gibt es natürlich wie immer dreifaches RP, was ich auch extrem gut finde, gerade für die Leute, die vielleicht noch, ja, einen kleineren Rang von uns haben. Und auch in dieser Woche gibt es Doppelgeld und Doppel-RP auf dem Gegnermodus Kilgota, Powerplay und Landezone. Und damit, wenn ihr das spielt, könnt ihr wirklich extrem viel Geld legal in kürzester Zeit machen. Deswegen würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, die drei Gegnermodis zu spielen, weil es ist wirklich einfach verdientes Geld. So, und jetzt kommen wir zu dem Highlight von dem Ganzen. Aber bevor wir damit anfangen, wollte ich nur ganz kurz sagen, dass diese Eventwoche von heute bis zum 7. Dezember geht. Deswegen, ja, legt euch damit mal ein bisschen ins Zeug für die Leute, die noch etwas kaufen wollen oder richtig viel Geld machen wollen. Aber jetzt kommen wir zum absoluten Highlight. Und zwar ab jetzt ist es für jeden Job-Creator möglich, die ganzen Stunt-Elemente für das LTS, für das Capture und für Deathmatches einzubauen. Das heißt, wenn ihr irgendwie ein Röhren-Deathmatch machen wollt oder sowas oder ein Capture in Röhren, dann könnt ihr das jetzt auch machen, weil die ganzen Stunt-Elemente auch für die anderen Jobs ab nun oder ab jetzt verfügbar sind. Und ich finde es richtig geil von Rockstar, weil ich wollte eigentlich schon immer mal so ein Run-and-Gun-Deathmatch in so Röhren haben und das ist uns jetzt einfach, ja, ermöglicht worden. So, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn es so ist, würde ich mich natürlich tierisch über ein Like freuen. Ich bin an der Stelle raus. Also Jungs, haut's rein, macht's gut. Ciao, euer Zeddy.